Ja, herzlich willkommen zu unserem neuen Video. Heute möchte ich mit der Sarah Hoffmann über Whistler sprechen. Und Whistler ist ja ein kleiner Bergort in Kanada, nördlich von Vancouver, richtig? Ich war selber noch nicht da, muss ich dazu sagen. Deshalb bin ich froh, dass ich heute eine volle Expertin hier sitzen habe. Wir wollen nämlich darüber reden, wie man sowohl im Sommer als auch im Winter diesen Ort genießen kann. Herzlich willkommen, Sarah. Dankeschön. Wann warst du denn da? Ich war Anfang Mai 2017 in Whistler, das letzte Mal. Ja, ist eine schöne Reisezeit. Die Sommersaison hat gerade begonnen, aber man hat natürlich noch auf den Bergspitzen im Idealfall ein bisschen Schnee liegen. Genau. Vielleicht fangen wir mal mit an, wie binde ich das überhaupt in eine Rundreise ein und wo liegt es eigentlich ganz genau? Genau, also Whistler liegt nordöstlich von Vancouver, gute 2 Stunden Fahrzeit entfernt, ist sozusagen ein Must-Stop auf jeder Westkanada-Rundreise, ob jetzt von Vancouver in einer Rundtour oder von Vancouver nach Calgary. Also es geht eigentlich schon los mit der Fahrt von Vancouver oder Vancouver Island nach Whistler. Man sollte da in der Nähe bei Squamish bei der Sea to Sky Gondola anhalten. Was ist das genau? Genau, das ist, ja, man wird praktisch mit einer Gondel am Sea to Sky Highway hochgefahren und hat wahnsinnige Ausblicke auf den Howe Sound, also auf dieses typische, ja, blaue Wasser Kanadas. Da sind kleine Plattformen und der Ausblick war einfach spektakulär. Das war für mich einfach so, ja, das erste Mal Kanada und es war einfach wow. Die haben die Anlage total schön gestaltet. Da gibt es auch eine ganz lange Hängebrücke, über die man laufen kann. Also auch so ein bisschen aktiv kann man da sein. Es gibt ein nettes kleines Restaurant da oben und halt einfach dieser Ausblick war für mich einfach, ja. Sea to Sky Gondola. Genau. Unbedingt merken. Super. Definitiv. Dann sind wir in Whistler angekommen und in Whistler, was ist dein Highlight? Also mein Highlight war die Schneemobiltour Anfang Mai. Das war super cool. Es waren angenehme 17, 18 Grad. Das heißt, im Cardigan aufs Schneemobil hoch in den Whistler Mountain. Also wir wurden erst in den Mountain hochgefahren, sind da aufs Schneemobil gegangen. Man ist dann einfach im strahlenden Sonnenschein oben in den Bergspitzen Schneemobil gefahren, konnte runterschauen. Es war Kanada pur für mich. Und das Schöne ist, wenn der Schnee nicht mehr liegt, kann man solche Touren auch mit dem ATV machen, also mit so einem Geländefahrzeug. Das heißt, wenn man ein bisschen später im Mai da ist und der Schnee nicht mehr da sein sollte, hat man eine gute Alternative. Du hast gerade schon gesagt, also du bist im Schnee gefahren sozusagen. Whistler ist ja eine tolle Skiregion auch. Definitiv. Was macht Whistler oder vielleicht auch generell Kanada so besonders fürs Skifahren? Also definitiv der berühmte Powder Snow, ja, leere Pisten, viele Pisten. In Whistler hat man den Blackcomb und den Whistler Mountain. Genau. Also von daher, wer Skifahren möchte, sollte das auf jeden Fall in Kanada oder gerne auch in den USA tun. Ganz besondere Skiqualität dieser Powder Snow eben genau. Habe ich selber auch schon häufig gemacht, in Whistler wie gesagt noch nicht, aber in anderen Gebieten ganz, ganz toll. Leere Pisten, große Pisten, also ganz, ganz herrlich. Und Whistler ist auch super angebunden. Man kann nach Vancouver fliegen, da geht eigentlich das ganze Jahr gute Verbindungen hin. Und man kann dann auch einen Transfer mit dem gesamten Skigebiet nach Whistler buchen. Und man kann in Whistler praktisch im Örtchen mit der Gondola hochfahren und zum Skifahren fahren. Und man muss vielleicht auch nochmal dazu sagen, man kann alle diese Pakete über uns schon vorbuchen, das heißt inklusive Skipass, Ski, die man leihen, also die Leihgaben sozusagen und so weiter. Das heißt, es ist alles vorbuchbar und man sollte dann eigentlich gerne, und geht in Whistler, glaube ich, auch ganz gut, ein Ski-In, Ski-Out Resort buchen. Was heißt das? Man hat praktisch den Lift am Resort sozusagen. Man kommt abends von der Piste, läuft kurz, ja, man kommt runtergeschieden. Oder geboren. Ja, wie auch immer, man kommt runter auf seinen Skiern, hat da praktisch ja so einen Concierge, würde ich mal sagen, dem man seine Skier in die Hand drückt, kann dann, die Resorts haben zum Teil halt auch größtenteils dann Spas, kann sich dann praktisch auf seinem Zimmer flitzen, ins Spa legen. Ganz wichtig auch das Scandinavian Day Spa in Whistler. Ist total cool. Ist komplett draußen in der Berglandschaft. Da kann man egal nach einem Skitag oder nach einem Sommertag super relaxen. Wenn man es Ja. nicht eh im Hotel schon hat oder sowas, Ich würde dennoch dann. dahin fahren, weil es ist ein bisschen außerhalb, es ist in den Bergen, es ist halt eine besondere Atmosphäre einfach. Natürlich sind die Spas in den Hotels auch schön, aber da
von dieser Berglage ist. Das ist ein sehr guter Tipp, finde ich. Habe ich so noch nicht gehört. Finde ich selbst für mich new, also richtig cool. Jetzt wollen wir aber auch ein bisschen drüber sprechen, was kann man in Whistler im Sommer machen? Das ist ja auch eine schöne ein schönes Sommerzielgebiet. Was würdest du empfehlen? Also ich würde in Whistler definitiv eine Ziplining-Tour empfehlen. Das Coole dort war für mich, es ist, also ich kannte Ziplines immer, man fährt dahin, man ziplined eine Zipline und dann ist man am Ende und wird zurückgefahren. Aber da war das wie so, wie so eine kleine mehrstündige Tour. Also es waren insgesamt bei uns 4 Ziplines in der Tour mit drin. Das heißt, wir wurden zu dem ersten Ort natürlich hingefahren, haben die erste Zipline gemacht, sind gewandert zwischen den kleinen Ziplines und hatten halt 4-mal dieses Zipline-Erlebnis. Und das ist halt super cool. Es gibt auch noch eine längere Tour, aber es war halt schon was Besonderes, weil es wieder kanadische Berge in Kombination mit diesem Adrenalin waren und diese auch Aussicht von oben, wenn man macht es relativ weit oben. Stelle ich mir spektakulär vor. Ja, es war total cool. Aber generell ist Whistler auch bei Mountainbikern sehr beliebt. Man kann super wandern. Also es ist auch für den Sommer ein super Zielgebiet sozusagen. Ja, definitiv. Gibt es noch irgendwas anderes, wo du sagen würdest, da müssen wir drüber gesprochen haben, wenn wir über Whistler, Berge, Skifahren, Schnee etc. Lage gesprochen haben? Haben wir alles abgedeckt? Ich glaube, ich habe jetzt alles so gesagt, was auf jeden Fall meine Highlight. Vielleicht sagen wir mal noch mal was kurz zum Ort. Gibt es da noch was zuzusagen? Ich war tatsächlich sehr überrascht. Ich hatte es mir etwas verschlafener vorgestellt, aber auch gerade im Sommer, da waren total viele junge Leute, die dort auch gearbeitet haben. Es gibt coole Bars, coole Restaurants, man kann ja echt gut abends ausgehen, was mich persönlich irgendwie total überrascht hat, weil ich es mir verschlafener vorgestellt habe. Also Whistler sollte auf jeden Fall auf eurer Route liegen, ist auch in den meisten Touren von uns mit drin, die wir im Katalog oder auch online bei uns haben. Schaut also gerne mal rein. Und ansonsten freue ich mich aufs nächste Video. Vielen Dank, Sarah, dass du dir die Zeit genommen hast und bis bald.